Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen in The Forest. So, es ist schon wieder ein bisschen was passiert. Und zwar haben wir oben die Plattform fertig. Ich habe da so eine Umrandung gemacht aus Holz. Und ja, dazu kam noch so ein Boden drauf. Und die Typen kommen immer näher, habe ich das Gefühl. Wir hatten gestern da hinten, wo ich meine erste Übernachtungsmöglichkeit da am See gebaut habe, da ist gestern jemand mit einer Taschenlampe vorbeigelaufen. Gestern Abend oder gestern Nacht besser gesagt. Davor ist mir hier eine Frau begegnet. Die hat mich aber nicht gesehen. Die ist in diesen Bäumen hin und her gesprungen. Dann hat sie halt nur komisch, man hat ihre komischen Geräusche gehört. Mehr aber nicht. Sonst habe ich den ganzen Tag eigentlich immer schön fleißig Holzfäller gespielt. In dieser Holzfäller-Simulation. Und wir brauchen immer noch genug Holz, denke ich mal. Bauen, 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 bauen. Das macht irgendwie am meisten Spaß. Scheiß auf unseren Sohn, den wir jetzt schon seit 8 Tagen oder 9 Tagen nicht mehr gesehen haben. Wir haben uns ja auch mal ein bisschen Freiraum verdient, oder? Als alleinerziehender Vater darf man sich ja auch mal was gönnen. So, ja, hier oben habe ich auch ein Wegelchen gebaut. Dann muss man mal leicht hüpfen, um hier reinzukommen. Oh, wo kommt der denn her? Gut, jetzt müssen wir mal... Ich würde gerne irgendwie eine Etage höher kommen. Ach, hier würde es gehen. Und hier? War der Dwayne? Das wäre cool. Nee, sollte schon hier zu sein. Gerade, finde ich. Haben wir das Fenster zwar da umsonst gebaut. Aber was soll's. Doch eher breiter. Machen wir mal breiter. So. Kriegen natürlich kein Holz. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Können wir da irgendwie eine Treppe bauen? Oder... Drain, 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 drain. Ist halt nicht alles gerade, aber... Naja. Ich würde hier gerne hier runter eine bauen. Warum geht das nicht? Who the fuck is? Komme ich da überhaupt raus? Warte mal, wer ist? Nein, nochmal zurück. Da. Haben wir nicht die Möglichkeit... Sowas. Einfach hier so dran zu bauen. Ich verstehe das nicht. Warum kann man nicht einfach irgendwas mit Seilmäßiges bauen? Wie funktioniert das? Und ich drücke immer noch auf I statt auf B. Kletterseil. Ein Kletterseil wäre cool. Einfache Treppe. Ups. So schon mal nicht. Kann man die nicht da irgendwie... Können wir vielleicht die Treppe so quer machen? Ich glaube, da kommen wir da nie im Leben rauf. Hätte doch eine Etage höher bauen sollen, ne? Versuchen wir es mal. 14!
Ich wollte eigentlich mal was anderes bauen, außer Treppen oder so. 14, um da hochzukommen. Kriegen wir das nicht günstiger hin? Eine Holzleiter würde mir auch schon genügen, verdammt. 7, mal gucken, wie das ausschaut. Sieht zwar jetzt nicht hübsch aus, aber es soll einfach nur funktionieren. Komm mal her, Wägelchen. Dann hacken wir mal eine Fuhre Holz. Ach, können da oben wieder Holz hacken. Da habe ich gestern Holz gehackt. Ich wechsle ja so ein bisschen immer die Standorte, damit sie mir nicht so schnell auf die Schlinge kommen, die Kannibalen. Ob das was bringt, keine Ahnung. Ich mach's einfach. So, dann brauchen wir die Axt, genau. Er sagt zwar 6 Stück, aber können ja ein paar mehr bauen. Ja, ein paar mehr, ich sag schon, Stöcke brauchen wir ein paar mehr. Dann könnte man oben auch noch mal ein Bett bauen. Oh, der andere ging rüber. War schön hier. Freund und Kupferstecher hier. Das andere. Nebenbei immer ein bisschen Laub mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Und die hätten immer noch 3, 5 Upgrades, um uns zu tarnen. Musik an. Hallo Piepmatz. Ich bin echt gut getarnt. Also die Kassetten sind unterschiedliche Sounds, das ist doch cool. Ich glaube, eine hat man auf dem Boot gefunden, wo wir die andere hier haben, habe ich keine Ahnung mehr.
Scheiße. Dann bringen wir sie halt zurück, so. Wollen die Baumstämme ja nicht verkommen lassen. Zack. Aber man kann es auch nicht testen. Das muss ich auch mal reparieren, weil ich die eine Wand kaputt machen musste, habe ich die andere wahrscheinlich auch so ein bisschen deformiert. Und dann könnte man hier auch nochmal eine Bank gebrauchen. Weil jedes Mal Musik hören ist natürlich ein bisschen laut. Nee. Und im Wegelchen. Zack. Upsala. Scheiße, das ist ja tief hier. Das habe ich nicht bedacht. So. Und der Typ hat bald schon wieder Hunger. Das ist der Hammer. Was der futtert. Oh, noch zwei Stück. Du bist gut. Dass du nochmal weggekommen bist. Ja, es sieht nicht hübsch aus, ne? Aber wir kommen hoch. So, auch das, was wir ausgesägt hat. Also, ich will nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe, ne? Aber, das hätte jeder Mensch besser aussägen können. So. Sind wir hier oben? Was haben wir denn noch? Das wollen wir. Freistehende Seilrutsche. Oder Baumseilrutsche. Nee, wir haben ja keinen Baum hier. Also muss das eine freistehende sein. So, und da es ein bisschen schräg ist, müssen wir das auch so ein bisschen schräg hinstellen. Mal eins. Jetzt denke ich mal, müssen wir da mal runterlaufen. Da bin ich mal gespannt, wie viel Seile wir brauchen. Da 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 da. Was? Du 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 du. Ey, machen wir jetzt nicht fertig hier. Warum geht das nicht? Zu heftig, zu weit? Hier wird es gehen, hä? Hier geht's? Ja, machen wir, komm. So. Baumstämme 10, Seile 3. Ja, das geht ja. Das Doofe ist nur, wie komme ich dann hoch? Wenn man diese einfachen Seile so bauen könnte, also ich, wie ich es halt mir gedacht habe, da hätte man so verschiedenste Plattformarten bauen können. Zack. Nee, geh mal weg da. Zack. Da haben wir noch 17 Stück. Ist nicht mehr so viel. So, der Magen knurrt schon wieder. So, und jam. Und wenn wir hier gerade noch unten sind, hätte hier oben auch machen können. Trinken wir nochmal einen Schluck. So ein Schildkröten-Ding können wir oben auch nochmal gebrauchen. Weil dass man hier jedes Mal von hier unten rumlatschen muss, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ist. Futter! Doch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Hab ich den nicht getroffen? Oh, da war einer. Ah, das, der Varan führt mich in die Falle. Scheiß Varan.
Ja, gut, dann eben nicht. Hast noch mal Glück gehabt, du. Scheiß Waran. Da war auch schon wieder... Oh, ey. Hätte den auch wieder nebenbei schön platt machen können. Jetzt gehörst du mir. So. Schnell mal weg von diesem Highway der Kannibalen. Also das ist dieser Übergang da. Dieser Übergang da vorne. Den nutzen die sehr häufig. Darum hatte ich da immer eine Falle aufgestellt. Aber da hatte ich meine Basis direkt hier. Diesmal werde ich das nicht machen. Ach. War noch ein Stück Rückenpanzer. Ja, haben wir noch. Lass weiterleben. Da, 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 da. Na, sind aber keine 10 Stück mehr. Ja, fehlen nur noch 2 Stück. So, dann können wir, wenn wir hier schon mal sind, hier würde ich nochmal ein Wasserbecken aufbauen. Ja, wir wollen mal lang gelaufen. Ach, stellen wir ruhig hier neben hin. Zack. Kann man ja nie genug haben. Bin noch am überlegen, ob ich hier noch eine kleine Steinmauer dran mache. Ach komm, machen wir. Wo sind die denn? Hm. Ich dachte, irgendwo gab es Mauern. Doch hier. Kostet das? Da wo immer. Nein! Da will ich keine. Hier will ich auch keine. Dann können wir nebenbei immer schön Steine sammeln. Genau, nur hier. Nur 4 haben wir. Verdammt. Die liegen hier überall rum. Eigentlich können wir die Bäume gleich hier vorne hacken, ne? Schnell die. So. Tada. Was brauchen wir denn für ein Bett? So, weil hier oben sind wir noch ein bisschen alleine. Also erstmal ein Feuerchen könnte man hier noch gebrauchen. Wo war denn das?
Lagerfeuerquelle. Ach, Lagerfeuer hat dann extra Reiter. So, dann machen wir noch mal ein Lagerfeuerchen. Können wir auch drin machen. Mach's mal so Richtung Tür. Und da fehlen uns auch noch Steine. Aber ich finde, die kriegt man eigentlich recht einfach. Die spawnen sehr schnell, genau wie die Stöcke, und schon haben wir wieder voll. Das geht eigentlich ruckzuck mit den Steinchen. Und die spawnen auch eigentlich recht, ja, habe ich schon gesagt, recht schnell. Aber so schnell wieder dunkel. Das war's. Ich finde diesen Übergang von Tag und zu Nacht, also wenn es dann jetzt dunkel wird, wird es echt schnell dunkel. Wenn man unterwegs ist später, muss man echt drauf aufpassen. Vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt, wenn man eine Karte hat und einen Kompass oder so, damit, am besten, wenn man eine Karte hat. Dass man sich mehrere Standpunkte macht, wo man dann halt pennen geht. Oder pennen gehen kann. So. Dann habe ich gesehen, ja, könnte man. Das hatte mir nämlich auch ein Kollege erzählt. Diese Standfeuer, weil die kommen wohl durch die Fenster. Damit die das bei mir nicht machen, machen wir mal so ein kleines Standfeuerchen. Erzählt, ich weiß nicht, ob man den glauben kann. Wisst ihr, wie es ist? Mal Quellen checken. Nee, er meinte, es war bei einer älteren Version oder so, keine Ahnung. Da galt das Spiel noch nicht als fertig. So, hab leider noch keinen Stock gefunden. Ach so, was wir auch mal gucken können. Jetzt haben wir was zu essen hier. Zu trinken kommt noch. Wie sieht es denn aus mit so einem Bettchen? Nee. Nee, da wollen wir hin. Genau. Ein kleines Bett. Couch. Warte mal. War da ein Knochenstuhl? 31 Knochen. Deckenlampe, Schädellampe. Ja, gibt schon schöne Deko-Sachen. Ich sag mal ein kleines Bett. So, das kleine Bett. Wenn wir da schlafen, dann kriegen wir echt eine leichte, schnelle Erkältung. Packen wir es hin? Wo packen wir es hin? Ach komm, ich pack's hier hin. Besten nah am Feuer eigentlich, ne? Aber packen wir es mal hier am Rand, das sieht aber scheiße aus. Hier könnte man so eine schöne Couch machen oder so. Ach, ich bin mir echt noch uneinig. Wohin damit? Ich habe ja eindeutig zu viele Fenster gebaut. Was soll's? Bauen wir es halt hier hin. Ah, es ist. Nee, haben wir nicht genug. Ach, Hasen wird dafür gebraucht. Hasenfell. Ein Seil kriegen wir auch noch schnell hin. So, Stöcker brauchen wir jede Menge. Und Hasen. Zwei Stück. Zusätzlich haben wir jetzt Hunger. Es ist auch schon dunkel. Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Zack. Über die Seilrutsche machen wir mal einen Abgang. Was war das?
Habe ich Doppel-E gedrückt oder so? Das sah gerade nicht richtig aus. Gut, machen wir mal ein Nickerchen. So, wieder Tag. Zack, speichern. Ach du Scheiße, ja schon Tag 10 oder jetzt müssen wir das Tag 11 haben. Hier überschreiben. Und noch keinen starken, sonderlich starken Feindkontakt. Essen. Aufhängen. Trinken. Einmal auch ein bisschen wieder hoch. So, wir brauchen Hasenfelsstöcke und Steine. Hilft nichts, müssen wir jagen gehen. Okay, Stöcker sind wir schon voll. Auch Bild doch schon. Das Drecksvieh. Hammer. Einfach Pfeildauerfeuer. Shit, da war noch ein Pfeil drin, verdammt. Ah, den kriegen wir noch nachträglich. Ich dachte immer, den kriegen wir nicht mehr nachträglich. So. Laub können wir ja auch mal gebrauchen. Gerade wenn es um Tarnung geht. Zack. Sorry. Hat man nicht mal Bambi-Fell? Rehfell. Was kann man daraus basteln? Da brauche ich noch. Für eine Speertasche brauche ich. So aus wie ein Wildschwein. Wasserschlauch haben wir schon. Hasenfell. Ja, was kann man auch aus dem Hasenfell noch basteln? Ein Köcher, ein Beutel. Hasenfellstiefel, Stockbeutel. Dann brauchen wir zwei Seile, Tücher. Ey, wir brauchen Stoff. Gut, dann sage ich mal, gehen wir mal zurück. Wenn wir unterwegs so einen Hasen sehen, bringen wir ihn um. Hier kommen wir gar nicht hoch. Alter, was für einen riesen Umweg muss ich denn machen? Ich glaube, mir ist gerade einer entgegengekommen.
Wir hauen mal ab. So, also wenn ich das Bett fertig habe, werden Fallen gebaut. Definitiv. Also bisher habe ich sie auf dieser Ebene sehr häufig gesehen. Das heißt, auf den Weg vielleicht eine Falle bauen und auf den da hinten auch. Dass wenn die hier in meinen Bereich kommen, gleich einen auf den Sack kriegen. Was war das? Scheiße. Feindkontakt. Tut mir leid, Junge. Eindeutig zu nah an meiner Basis. Er hält ja auch viel aus, ne? Ist der tot? Ja. Puh. Gott sei Dank war der auch nur alleine. Ich hoffe mal nicht, dass er zur Fünfergruppe gehört, weil dann suchen sie ihn noch. So, dann grillen wir den mal. Hier auch so ein hohes Podest wäre nicht schlecht. Können wir auch nochmal basteln. Einfach hier noch eine Wand, da eine Wand drüber und vielleicht eine Treppe hoch. Können wir mit beiden Wänden machen. So. So, besserer Speer. Restlichen Knochen können wir hier reintun, oder? Ja. Hasen wollten wir noch jagen, ne? Mal stehen. Nee. Gut, dann hast du Glück gehabt. Ja, Stöcker sind wir ja voll gewesen. Darum wollten wir zurück. Ey, zum Glück wollten wir zurück, weil wenn wir noch länger da geblieben wären oder noch weiter in diesen Wald rein, dann hätten uns die vielen mich erwischt.
Nur ein Hasen getötet. Oh, immer noch 7 Äste. Oder Stöcke. Ist die Sonne? Mittelpunkt. So ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine Fuhre Steine. Eine Sitzbank brauchen wir auch noch und da brauchen wir auch noch einen Stock. Ah. Uns doch jetzt einmal schnell den Bogen. Fuck you. Alle Wind. Oh Mann. Ach, der war. Hier, nimm meinen Kollegen mit. Ah, die anderen Pfeile sind weg, gell? Nee, den brauchen wir nicht. Ah, doch, zwei haben wir nochmal aufgesammelt. Chili, alles ist klar. Jetzt macht er wieder, das haut er ab. Bleib stehen. Damit war Ran auch nicht erwischt. Einer Stöcke brauchten wir noch. Dann sammeln wir nochmal schnell Stöcke. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich weiß nicht von wo, das klang irgendwie von hinter uns eigentlich. Ganz schlecht. Ich hasse es, wenn ich nichts im Vorteil habe. Egal bei welchem Spiel. Gut, dann. Ach, der Koffer bewegt sich wie aus Geisterhand. Wie immer. Ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Ach, Steine kriegen wir nicht mehr mit. Komm auch hier zu, oder? Wohl schlecht, wenn ich wieder runter. Komm hier später gar nicht mehr drauf. So. Achso, können wir noch ein paar Steinchen hier lassen? Ah, jetzt traut sich der Varan da, ja? So, jetzt nochmal hier. Funktioniert ja super. Was mache ich falsch? Du kleiner Wichser. Guckt er mich noch an hier? Macht sich über mich lustig. Zack.
Dann setzen wir uns mal kurz noch. Warte. Ja, ich glaube, ich muss mal eine Hasenfalle bauen. So, aber nicht mehr heute. Ich speichere ab, mache einen Break. Und ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Ah, Vogel! Also, haut rein. Ciao!